Willkommen zurück beim Super Mario Welt. So, wer ist jetzt eigentlich dran? Ich, ne? Oder du? Beim Super Mario Welt. Beim Super Mario Welt sind wir jetzt. Wow, RTL-Zuschauer verarsche geht weiter. Hoffe ich doch für dich. Ich Natürlich. habe seit Ewigkeit nichts mehr bei eBay bestellt. Seit Jahren nicht mehr. Du? Wie kommst du jetzt da drauf? Sag ich nicht. Aber es ist Nee, sag ich nicht. Weil du sagst 3, 2, 1. Ach so, ja, nee, ich habe 3, 2, 1 ja nur am Anfang der Aufnahme und so, weißt du? Ja. Ja. Wolltest du wissen, wie ich drauf komme, Bitch? So. So, hier drin gibt es jetzt bestimmt einen Yoshi-Coin und ich werde ihn bestimmt nicht erreichen, weil ich jetzt nicht weiß, wo der fucking Yoshi-Coin hier ist, ey. Ganz oben. Ganz Sicher? oben. Nein, keine Ahnung. Doch, ganz oben ist was anderes, aber. Notfalls mit der Feder ab nach unten. Da, da ist er! Ja, super. Nein. Ich glaube, ich kann in den nein. Raum, aber nicht nochmal neu rein, ey. Oh, da musst du alles nochmal machen. Fuck it. Das wusste Kannst du nicht mit Startselect raus? Stimmt, ich kann mit Startselect raus, dann bist du automatisch dran. Ja. Ach so. Das geht leider nicht. Das heißt, ich muss da mal ins Level rein. Die nächste Burg ist aber mir, die will ich spielen. Ich kann runterfallen, das liebe ich ja immer. Wow. Du, die nächste Burg will aber ich spielen, die ist mir. Was krieg ich denn dafür? Das andere dumme Geisterhaus. Toll. Okay. Du musst unbedingt in Marketing gehen. Das andere dumme Geisterhaus. Das ist nicht so, als ob du dich opferst. Du musst irgendwas bieten, dass ich merke, dass du leidest. Warum sollte ich leiden in diesem Spiel? Nein, nein, du willst ja was von mir, also sollst du leiden. Warum soll ich leiden? Weiß ich nicht. Einfach nur, weil... Jetzt sag nicht, weil ich es verdient habe. Doch, heute hast du es sogar verdient. Warum? Weil du so ganze Zeit schon böse bist. Ich hab dich gar nichts. Ich bin immer nett zu dir. Nein. Doch. Bevor du mir das gesagt hast, hast du mir noch was anderes gesagt. Das war auch böse. Was habe ich dir denn gesagt? Ja, eben. Hm? Das sage ich. Werde ich hier nicht ausbreiten jetzt. Doch. Unsere Eheprobleme. Wir werden jetzt Beziehungsprobleme in der Aufnahme besprechen. Okay. Ich habe mich so gefreut, dass er Calling geguckt hat. Und dann hat er gesagt, er guckt gar nicht Calling. Doch, natürlich gucke ich Calling. Wann habe ich denn gesagt, dass ich nicht Calling gucke? Du hast mal reingeschnuppert. Ja, ich wollte jetzt bloß nicht hochspringen. Ich habe gesagt, ich schaue überall mal rein. So. Ja, das ich mache ich. Ich suche jetzt aber nicht exzessiv jeden Teil. Siehst du? Oh nein. Haha. Nee, funktioniert nicht. Da geht erst, wenn du Level geschafft hast. Ich weiß. Eigentlich schon ein bisschen peinlich, dass wir jetzt hier sterben. Ich bin abgelenkt worden, weil du. Weil ich? Weiß nicht, einfach so, weil du böse bist. Aus Prinzip, ja? Ja, weil du mit den Gefühlen von den Menschen spielst. Ja, Latenz. So. Wie hast du mich genannt? Oh, du dumme Latenz, du. Ich nehme sofort zurück, die Latenz. Nein. Oh, ich will die Latenz nicht. Jetzt bist du aber welche. Die Latenz ist hässlich und stinkt, die soll auf die Gamescom. Ach ja, RTL, das ist schon schön. Das kann man jetzt mit einem Meme, das kann man immer bringen jetzt. So, ich hoffe, hey, kommst du gerade von der Gamescom, oder warum bist du so hässlich und stinkst und bist peinlich? Ich hoffe, hier drinne gibt es nur eine verdammte Yoshi-Münze, ey. Ja, stimmt. Denken, sonst kann, ist da bestimmt auch ein Luftballon drin, oder? Nee. Ups. Nee, so was will ich. Boah, fuck! Oh, voll rein. Warte. Liebe dich, Koopa! Scheiße, warte jetzt. Aber die olle Blume müsste eigentlich noch runterkommen. Ich warte mal noch kurz. Rette mich! Ich falle in deinen Arme! So, ich hoffe jetzt aber mal, ich habe jetzt hier keine Münze. Yay, du bist so toll. Ja, das weiß ich. Dann musst du mir nicht auch noch, du musst dich jetzt hier nicht einschreiben. Schön, es ist kaputt. So. Du darfst es nicht sagen. Das ist immer ganz schlimm. An alle Leute. Auch wenn ihr wisst, ihr seid toll. Wenn euch jemand das sagt, sagt nicht, ich weiß. Das macht sofort wieder kaputt. Das ist unsympathisch, unattraktiv und unsexy. Das war der Sinn dahinter. Sagt einfach, ach so, du willst unsexy sein. Ja, natürlich. Warum? Aus Prinzip. Weil alle sexy sind auf der Welt. Richtig. Und ich will da nicht mehr sexy sein. Genau. Das finde ich. Ah, die ganzen Gamescom sind einfach nur Leute, sind Rebellen, die sagen, wir lassen uns nicht unterkriegen von diesem, was RTL uns weiß machen möchte. Pff, aber brauchst du ja nicht. Nee, ich was brauch den RTL ja nicht. Uns weiß machen möchte, was die Norm ist. Diese wunderschönen, asozialen Nachmittags. Stimmt schon. Die will man ja unbedingt sehen.
Was guckt ihr eigentlich? Einige Leute haben nämlich gesagt, ich werde weiterhin RTL, sehr gut gemacht, RTL gucken, weil da kommt ja Bones und so. Ja, natürlich zeigen sie auch Sachen, aber ganz ehrlich, das sind alle Sachen, die aufgezählt wurden, waren keine Eigenproduktion. Wollte ich gerade sagen, das sind Sachen, die sie haben sie gekauft und zeigen sie nur. So. Und das kann man dann auch, ganz ehrlich, Leute, lasst RTL dann einfach aus und guckt euch diese Sachen ohne Werbung online im Internet an. Richtig. Eigentlich unterstütze ich sowas nicht, weil... Geld, aus Prinzip, ja? Du gehst jetzt mal bitte das super Secret Bonus Level zeigen. Weil das müssen wir noch... Nein, zeigen das Bonus, geh doch nach oben, über den Geist. Also, oh, das, du meinst, das da. Richtig. Zählt das als Level? Wir wollen es jetzt zumindest mal gezeigt haben und finde hier drin jetzt alle 5 Yoshi-Coins, bitte. eins! Warte, hier hinter! 2, oh, wie Ostern! 3, hier und drin ist auch noch eins. Oh nee, nur wieder fucking Yoshi. Ich hasse dich auch. Oh Mann. Geh von mir runter, du Schwuchtel. Ah, ich halte dich fest, du geile Sau. Ich konnte. So, fertig. Bin ich jetzt eigentlich dran, Nicole? Kannst du noch weiterspielen? Nein, ich halte Yoshi. Guck mal, wie er Yoshi an den Augen hält. Ah, ich hab Schmerzen. Ah. Juhu. Wetten, du wirst gleich wieder failen? Ich glaube auch. Leider. Aber immer habe ich mehr Punkte. 1000. Nimm das, Zucker. So. Ach man, die Steuerung ist einfach nicht original. Warum nicht original? Ja, ich spiele aber auch gerade mit meinem. Mit deinem Playstation? Ja, aber es hatte jetzt einen Grund. Ich habe nämlich letztens noch Super Data World aufgenommen und ich habe mir die Rewind-Taste auf eine Taste, die ich für das SNES-Gamepad-Belegung-Kackzeug nicht brauche, gelegt. Und deswegen habe ich noch ein SNES-Gamepad, mein PS2-Gamepad hier dran, was ja so eins ähnlich ist wie ein PS2-Gamepad und ja. Genau. Die Leute, die das interessiert hat, schreiben bitte jetzt einen Kommentar. Danke. So. Aber weißt du, dass sie jetzt gerade einen Kommentar geschrieben haben? Ich habe geschrieben, die Leute sollen einen Kommentar schreiben, wenn sie das interessiert hat. Ja, ja, aber das wird jetzt, hast du gesagt. Das heißt, wann sie geschrieben haben? Bisschen genauer. Ich weiß es halt. Die Fans sind nicht so intelligent. Doch, meine schon. Da musst du ein bisschen... Meine schon. Nein, nur wenn sie Zügel auf Mana geguckt haben. Ja, mehr Zuschauer habe ich ja eh nicht. 12.000 Abonnenten und 200 Views. Ich habe auch 200 Views. Aber du hast wir auch sind nur Brüder. 1000 Abonnenten. Ja, nicht mal. Wow. Ja, bis das Video hochgeladen ist, wahrscheinlich schon. Warum? Nein, das hat sich in letzter Zeit überhaupt nicht... Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Fail. Okay. Ja, ich bin oft daneben gesprungen. Was mir schon so oft passiert ist, dass ich dann zwei richtig hatte, den letzten Springen, dagegen springen wollte und dann fail, nicht getroffen. Genau, das ist so schlimm. Ich schaff, irgendwann schaffen wir es nochmal in dem Ganzen. Ja klar, irgendwann. Ich geh jetzt einfach. Mach Mitte, links, rechts. Was? Nicht wirklich, oder? Oh yeah, ich wollte wie heißt nochmal der Mond? Das wäre viel cooler, wenn der Mond rauskommt. So Dreieck-Mond? Ja. Da ist er, die letzte. Jetzt musst du sterben. Dann würde ich lachen. Laut lachen. Du lachst immer, egal was passiert. Richtig. Mama ist unfair gestorben! Verdient. So. Oh, weil wie viel Leben wir farmt. Schlimm. Farmsworth. Ich hab grad Futurama geguckt. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen anders hier hin platzieren, ey. Mein Hund hat Flöhe! Woha! Gamescom stinkt. So, welches Level mache ich jetzt? Ah, komm, ich geh nochmal ins andere Geisterhaus. Mach da erstmal das Secret Exit jetzt. Und du hast mir eben noch gesagt, ich bekomme es. Nö, jetzt mache ich es, weil ich bin viel cooler als du. Seht ihr? Ich meine, hört ihr alle Leute? Man darf ihm nicht vertrauen. Nö. Er ist bestimmt wie Lady Gaga, bestimmt gar kein wirklicher Mann. Nee, ich habe einen Penis zwischen meinen Arschbacken. Dann bist du ja doch Lady Gaga. Nee, dann bin ich Lady Popo. Lady Popo bin ich dann. Lady Popo? Dann bist du ja eher Mr. Popo. Nee, ich bin Lady Popo. Jetzt alle Dragon Ball Fans haben da aufgehorcht, das weiß ich jetzt schon, als ich gesagt habe, ist mir das aufgefallen. Hä, warum sollen die da aufgehorcht haben? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, das ist, weißt du, Dragon Ball ist so alt und trotzdem hat noch so viele Fans.
Ach, mich regt das einfach auf. Ich finde das toll. Das ist doch schön. Ja, aber ich hasse es. Wie alle Leute mal sagen, Kronenträger und Final Fantasy und so. Diese alten Spiele will ich nicht spielen, die sind alt. Aber die sind nicht so alt wie Dragon Ball zum Beispiel. Naja. Yay, Bosskampf. Das ist übrigens der coolste Bosskampf vom ganzen Spiel. Ja, leider. Ich finde, das ist der coolste Bosskampf vom ganzen Spiel. Ja, ich mag den auch. Damals, ich habe die Folge gehasst irgendwie erst, weil so, Geist, ich hasse Geister, aber letzten Endes so, boah, voll cool. Aber Buhus hat man nie Angst, sind immer süß, oder? Ja, die sind immer knuffig. Ah, und wie die jetzt weggehen einfach. Warum er runterfällt, weiß ich nicht, weil er kann eigentlich nicht fallen, aber... Er tut's einfach, es ist Super Mario Welt, da geht das. Er hat tief eingeatmet. Richtig. Wird man schwerer, ne? Richtig, ja gut, weil Luft auch so viel Gewicht hat. Yay, Sternroute. So, du bist dran. Willst du das normale Extra dem Geisterhaus machen? Ja, ich bin ja mal nett und du darfst die bekackte Burg machen. Dudelu. Bin mal nicht so, ausnahmsweise. Ich bin ja Luigi, mit dem kann man es ja machen. Alle, die RPGs gespielt haben, die Mario-RPGs, wissen, dass Luigi immer ziemlich fertig gemacht wird. Luigi zu Recht aber auch. Ja, er ist lang und trottelig, natürlich wird er fertig gemacht. Aber er ist auch ein ziemliches Assi-Typ. Type, warum? Muss man sagen. Ja, zum Beispiel im einen Teil, da wollen sie dann los und die Welt retten und er bleibt zurück und sagt, tschüss, viel Spaß und so und will nicht helfen, und weil er Angst hat. Ja, weil er die Prinzessin Toadstool flachlegen will, deswegen. Nein, er steht gar nicht auf Toadstool. Doch. Nein, er hat, wenn ein Daisy. Nee, das ist ja nur der Hinterwand, der Vorwand, damit Mario denkt, aha, ne? So. Aha, dann kann ich mir... Das gibt sonst der Mario keinen, der Mario denkt Daisy, aber dabei Peach. So läuft es nämlich. Aber natürlich entführt jeder sie, weil es gibt keine andere Frau, oder? Oh, das war schlecht. Ja, gute Frage. Ja, doch, außer ich meine, Bowser muss sie wollen. Außer Daisy gibt es ja nur noch Peach, ne? Und Toadette und... Toadette ist aber kein Mensch. Ja, Bowser ist auch kein Mensch und legt trotzdem. Ja, aber Bowser steht auf Menschen. Das ist das Problem. Das denkst du? Hä? Er will immer. Vielleicht hat die Peach ja zwischen ihren Beinen auch Tentakel, weiß man's? Stimmt, so wie du zwischen den Arschbacken. Richtig. Das weiß ich. Das ist Fakt. Aber das war kein schöner Anblick. Ui. Oh, nie Snake gespielt. So, nee, ich habe jetzt gedacht, das reicht jetzt erstmal hier auch, ne? Stimmt, hast recht. Nicht gierig werden. Richtig. Nicht immer gleich die ganze Hand hinhalten, die ganze Hand, die man mit dem kleinen Finger hingehalten bekommt, ne? Genau. Und man könnte die ganze Zeit Witze machen, die eine bestimmte Randgruppe beleidigen. Man macht es aber nicht. Und so geht das RTL. Ich habe es gerade nicht gesagt. Weil das habe ich einmal vor vier Monaten habe ich das unter einem deinen Videos gemacht und ich habe voll geflamed. Was hast du gemacht? Diesen Witz, den ich eben fast gemacht hätte. Und dann wurde ich voll gehatet. Das war heftig. Wow. Eis ist ja rutschig. So. Warum nimmst du den mit? Musst du den mitnehmen? Verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ich nehme ihn einfach mit aus Prinzip. Weil ach, guck mal, da ist die Münze. Ui. Du bist schon richtig... da hoch! Nee, da ist nix. Das weiß ich. Okay. Ah, du hast sowieso schon alles, stimmt. Richtig. Bin nämlich gut. Ich will mal einfach alles mitnehmen, weil du schon geschädigt bist von Mario. For life. What? Hier, guck mal, so deswegen habe ich mitgenommen. So. Yeah! Guck mal, ich krieg jetzt sogar ein gottverdammtes Bonusspiel. Genau, weil man Level 99. Das ist ja so schlimm bei der Wii, bei dem Super Mario Bros. Wii, man sofort, sofort 99 Leben. Das ist so einfach da. Bei den Bonusspielen, oder? Überhaupt, im ganzen Spiel, finde ich. In den heutigen Spielen kriegt man viel zu schnell... War das schlecht. Kriegt man viel zu schnell 99 Leben. Warum kann man es nicht gleich sein lassen dann? Kein Leben mehr. Jetzt, wo du es sagst. Man kriegt doch eh nicht... So. Warte. Du kannst jetzt in das Level vor Schloss gehen, aber da machen wir jetzt... Geh mal in das Level vor dem Schloss. So. Warum? Ja, mach einfach. Da ist noch ein Schloss. Da ist noch ein Level. Oh. Ja, das musst du noch machen. So, aber jetzt nicht. Weil wir machen jetzt einen Cut, weil wir wieder 15 Minuten voll haben. Also, wieder einen Cut. Meine Arme sind schon zu. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.